So, und wieder zurück zu Days Gone mit euren OSDLP und euer Victim of Games. Wir heizen jetzt so schnell zurück zu Bowser. Ich will mal Dozer sagen. Der Bowser. Bowser. So, erstmal die Hütte hier voll tanken. Aber ich hätte lieber schlafen sollen. Boah, es gewittert ja sogar. Richtig geil. Ich meine, du bist auf 93, sag ich mal. Was war das? Irgendwas hat gebläst, gell? Es war dunkel. Ich mach noch die Pilze mit. Wo hab ich den Kern hingestellt? Da unten. Sieht man ja eigentlich auch wohl Uhrzeit, ne? Das ist schade, dass es keine Uhrzeit gibt. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, was ich jetzt gerade mache. Ach, 48 nur noch drin. Was? Lieber ja, das geht übelst fix bei dem Spiel hier. Weit kannst du damit nicht fahren. Du musst immer noch spielen. Die Karre kann ich John an Copelands Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wieder hergestellt. Verstanden. Du findest das vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Corp. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten. So, okay, hier werde ich mal nicht aufs Gas fliegen, wir werden einfach nur runterrollen. Ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Außer wenn eben halt was kommt. Radio Free Oregon. Weil Sprit kostet ja. Alter, das blitzt doch richtig, halt's Maul. Geil. Also ich finde die Wettereffekte finde ich schon mal richtig nice, was sie da wieder hergestellt haben. Und so mache ich eigentlich auch jetzt gerade keinen Krach, gell? Nick, hörst du mich? Oh, ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Oh, Bruceman, ja, mehr Scheiße. Das immer. Klingt Danke. Geil. Dicken Ende. Hier unten ist irgendwie. Alter, ist das doch schon. Ich hör was. Da, hier, ja. Oh, Mutter. Leck mich am Arsch. Da muss ich aber echt ganz schön gedrückt halten, dass der mehr aus dem Gas bleibt. Okay. Ah, das war wieder echt keine gute Idee, hier im Dunkeln hier rumzuheizen. Richtig beschissen wird's erst, wenn der Sprit alle geht. Was? Wenn der Sprit weg ist, dann. Alter. Bist du wach? Ich war jetzt im Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Wollte ich nicht zum Bowser fahren? Scheiße. Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Ist es eine gute Idee, in der Nacht hierher zu kommen? Oh. Oh oh. Man, alles klar. Sie haben sich bei den Bahngleisen da ist eine Falle. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Aber wenn schon da steht, weglaufen. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir fahren jetzt. Das war jetzt ein Fehler von meinerseits. Wir fahren zum Bowser. Der Bowser! Das ist doch das, oder? Er ist mein Bruder. Ah. Markierung setzen. Ach so ist es. Ja, das war auch der Plan. Gegen Ende. Scheiße. Machen wir das jetzt am dümmsten. Weil ich leg mich jetzt noch nicht mit den Viechern an. Haut mir ab. Vor allem, der hat ja noch irgendwas für uns jetzt. Vielleicht hilft naja uns das ja. Nee, wir helfen erstmal ihm. Ich hätte vorhin doch speichern müssen. Oder ich weiß nicht, ob der Wetterwechsel. Ah, hier war wieder Baumdings von uns. Bitte uns. Okay, wir gucken mal. Aber wo ist der Rauch? Ah, da, das ist ein Feuer. Sicherheit. Hä? Sicherheit. Ey, guck mal, 65%, Alter. Das war keine lange Strecke. Nee, das ist krass. Da muss ich mich echt ein bisschen zusammenreißen. Also wir werden dann auch mal das Laufen wahrscheinlich mal ein bisschen mehr in Betracht ziehen. Also wenn wir so mehrere Punkte in einer Gegend haben, die wir anlaufen können, werden wir das auch so machen. Dass wir. Gut, du kannst ja das Motorrad aufwerten. Aber ich weiß ja nicht, was du an Zeug brauchst. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Was ist denn?
Erstmal pennen. Du meinst du? Ich weiß nicht. Ich probier's. Ja. Ja, ja, aber ich sollte doch zu denen. Ja, ich sag, komm her, ich hab was für dich. Oder erst nach dem nächsten. Ich kann mich da jetzt nicht mit den ganzen Freakern da unten schon anlegen. Ja, stand da. Flucht ist manchmal die bessere Strategie. Naja. Alles klar, okay. Los geht's. Ja, der Ben da drüben, nur da oben. Ein Stricher, oder? Okay. Da passiert irgendwie gar nichts. Das war jetzt wahrscheinlich schon wieder ein Fehler. Und Heilung geht nicht hoch, okay. Ja, wir müssen erst zu dem Camp. Ach, wir müssen echt wirklich erst zu dem Camp. Neune sind da, Mann. Aber jetzt ist gut, jetzt ist Tag. Da haben wir nicht mehr so viele Freaker. Ja, okay, dann werden wir das jetzt so machen. Also dann begeht... Muss ich wieder Motorrad fahren? Das geht mir aber eigentlich ein bisschen auf den Piss, gell? Das waren hier rennen. Ach nee, hier oben kannst du... ging ja nicht, ja. Genau. Ja. Was mache ich denn? Falsche Seite! Oh, scheiß Bier! Oh Mann. Naja, wenigstens ein bisschen die Aussicht hier genießen. Sag mal, gibt's hier wenigstens noch mal einen Benzinkanister, der hier so irgendwie rumsteht? Nee. Da hinten steht er noch. Oh, göttlich. Das ist echt scheiße mit dem Sprit. Göttlich. Ja gut, ich finde... Aber hier steht auch noch Motorrad drin. Oh, gut, das ist aber immer dieses Survival-Feeling, weißt du? Das finde ich jetzt immer gar nicht so schlecht. Das krache ich jetzt. Nein, das ist mir egal. Gutes Timing. Und da siehst du immer, wie viel noch... Oh, nee. Ja. So, warte mal, wenn ich den jetzt fallen lasse... Was war denn das? Das Tor. Achso. Sieht man da, ob da noch was drin ist? Eigentlich, ich lasse den einfach dort liegen. Ich habe ja gerade gedacht, es wird angezeigt beim Kanister, wie viel drin, aber es war das Motorrad. Boah, wieder dagegen gefahren? Nee. Okay, hier kommen wir erst wieder. Rollen. Und ist auf jeden Fall noch irgendwo Krach. Oh, Wölfe. Oh ja, Wölfe sind krass, gell? Die machen ganz schön Schaden. Da ist hinter dir. Soll er. Ich roll jetzt trotzdem erstmal. Muss ich ein bisschen Gas geben? Ich soll zwar nicht eigentlich solche Dinger abspringen, weil die das Auto da immer noch ein Fragezeichen gerade auf der Karte. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bedeutet. Also was da abläuft. Aber wir fahren jetzt erstmal bei den Freakern da vorbei. Wir müssen ja zu den Camp. Das war hier unten bei der Bahnstrecke jetzt. Genau. Ich habe gedacht, ich sollte den Bowser helfen direkt. So. Kommen wir da dran vorbei. Das ist schon mal gut. Ach, scheiße! Alter! Okay, wir haben uns erwischt. Was ist da vorne noch? Räume das infizierte Gebiet. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Usa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist, Bruder. Okay. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Danke, Dick. Ich brauch jetzt erstmal hier. Sammel mal hier die Büsche mit ein. Bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Links. Nestern. Links? Ah, da. Ja, stimmt. Hast recht. Erledige sie bei Tageslicht. Dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Tageslicht sind zwar mehr, aber nicht so stark. Okay. Gut. Wir werden jetzt erstmal hier die Typen hier. Hier nochmal der Axt. Okay. Ich habe drüben nicht so von ihm gesehen. Ist denn hier noch da? Ist noch einer? Zack. Zack. Okay. Zack. Da oben. Zack. Noch zwei. Zack. Drei. Zack. Alter. Waren das jetzt schon sechs? Drei, ja. Sechs, sieben. Nee, waren das nicht neun? Ah ja, neun waren das in dem Camp, gell? Ja. In dem anderen waren sechs. Neun. Genau. Warte mal.
Da unten läuft noch einer? Ja. Der hier? Da oben ist noch einer? Noch einer. Brauchen noch einen. Einer fehlt irgendwo noch. Wo hat der Schlawiner sich versteckt? Das ist jetzt die Frage. Motorrad, oder? Das hört schon mal an wie Motorrad. Das kommt mir auch so vor. Das ist der. Das ist der. Warte mal. Nee. Wer ist denn der? Ich weiß, dass der da unten in der Versenkung rumläuft. Scheiße, nicht dein Ernst, oder? Könnt ihr mich da schon sehen? Wir versuchen den hier vorne erstmal auszunocken irgendwie. Wenn gehe ich ihm halt ins Gefecht, das ist mir jetzt so Latte. So, auf Bolzen hergestellt, haben wir erstmal 8. So, jetzt den Mist erstmal hier ins Stealth irgendwie hinzukriegen. So, hier kommen wir nochmal ein bisschen vorpushen. Alter, geh weg! Da war eine. Tarnung wiedergewinnen. Halte dich den Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu. Was war denn da? Dosen an einem Strick. Ach Quatsch! Ich gerade mitgekriegt. Dreckschweine. Warte mal, vielleicht sehen wir da durch den anderen Typen. Alter, das war jetzt aber Klick. Das war die. War die schon markiert? Ja. Der hat mich gleich. Achtung von der Seite. Scheiße, jetzt schön holen können. Ach ne, hier steht er. Ja. Es gibt nur ein bisschen eine Pumpe, gell? Ich frage mich aber nur der eine oder der andere, der nicht markiert, weil da fehlt einer. Das sind 3, 6. Ne, warte mal, jetzt haut's hin. Es sind 7, 2 habe ich getötet, 9. Ja. Sag mal, bin ich noch blöd. Komm. Neuer, du Louis, du. Sehr schön, ich kann nur Munition sparen. Wenn jetzt noch einer kommt, wird er schlafen. Ach, da war fast. Oh ja. Oh. Da kommt 2. 2 ist nicht gut. Außer der Typ ist. Jetzt, nice. Schöne. Wir können sie alle hier in den Busch töten. Also die stellen sich gerade ein bisschen blöd an. Gut. Wenn wir jetzt noch hier die Emma hier unten holen. Der hier war noch nicht markiert. Der hat kein gelbes Zeichen drin. Ah, okay. Man weiß, könntest du jetzt mal einen Stein werfen. Nee, ist markiert. So, jetzt wieder ein bisschen schief gegangen. Ich hoffe, die kommen hierher. Ich habe immer gedacht, ich muss gedrückt halten bei dem Bogen. Das kommt die Alte, das kommt der. Oh, hier ist was. Gar nicht. Oh, hier könnte ich so schöne Molotov-Cocktails. Volle Bude hinfeuern, die würden ja aufgehen. In der Hand. Komm mal, du Alter. Kleine Scholle. Komm ein bisschen näher. Und die andere soll ich wegdrehen und dann geht's scharf. Also die sind schon ein bisschen geil. Blöde, aber egal. Blödheit nutzt mal aus. Versuch den da hinten zu. Och nee, komm ey. Scheiße, wenn man noch nicht richtig ziehen kann. Na, die Bolzen sind noch nicht gut genug, du. Die anderen Bolzen wären bestimmt besser. Der eine versteckt sich in den Boom. Der geht nirgendwo hin. Jetzt haben sie dich gesehen. Meinst du? Ja. Hä? Hab ich dich. Was? Ihr habt's gehört, zurück! Mach ihn fertig! Jetzt hab ich dich.
Pantale! Pantale! Da ist nicht verletzt, da tötet! Junge! Verdammt, ich hab doch, ich kann hier voll ins Stealth gehen, aber nö. Nice. So, nur noch einer hier. Einfach mal blind einschießen. Scheiße, zeig den scheiß Schädel, komm. Ich krieg dich trotzdem. Das Ziel ist schon ganz schön schwierig. Ja, das ist auch noch nicht perfekt. Also, wie gesagt, du musst dich ja hier komplett. Das war der letzte. Huh. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Ja, na gut, das war klar. Ja. Sehr schade, aber. Gut, was willst du machen? So, jetzt gucken wir erstmal hier die ganzen Boys. Ja, oben, wo dein Moped war, war ja noch eins. Da stand 0 von 6. Ja. Ja. Das ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden herum. Nee, danke, Dick. Ja. Jetzt ruh dich aus, Bushman, ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Gut, wir kommen auch mal hier noch irgendwas finden. Ja, verstanden. Busa Ende. Der Busi-Busi. Die alte Muschi. Wir haben schon alles voll. Ach, das ist doch doof. Also, wir bräuchten eigentlich irgendwie was, um... Geht's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und... Ja. Mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Guck mal, hier, das können wir hier. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buße. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Alter, hart. Fette Bärenfalle, Junge. Ja. Ach, die kann man sogar mitnehmen? Ist ja fett. Hier siehst du, da war schon wieder so ein Dreckding. Wieder durch. Warum fängt denn das hier immer an zu gedönsen, ey? Dick, hoffe. Ich fährst ihn auch mit dem Moped durch. Meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, komm? Hier, Strauch mitnehmen. Ne, den hatten wir hier schon. Vor, so. Vor dir. Scheiße. Hallo. Eddie sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Schieß mal nicht, weil hier oben stand 0 von 6. Lebend. Okay. Lebend. Ja, hier vorne ist ein Fahrradzeichen. Ah, da oben ist ein Nest. Ja, ja, von den Fliegern. Oh, lieber wieder vorne. Ich meine nicht dich damit. Ach komm, was soll der Geiz? Freaker-Infizierung. Freaker-Infizierung sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen, um am Tag zu Wohnräume. Alle Nester bei einer Infizierung um einen schnell. Ah, okay. Schon komm. Gut, ich finde ihn. Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Okay, hier ist es. Ja, oh, das Camp ist voll von denen. Gott verdammt, ist das hier euer Scheißhaus? Oh mein Gott. Okay, ich muss aufpassen. Hau klein Molly auf das Nest. Ein Stück Todesfall. Ja, warte mal, da kommen ja dann welche raus. Ich bin doch gucken, ob welche rumlaufen. Was macht ihr hier drin? Das interessiert mich. Geht zu Fuß rein. Schön leise. Nick, hörst du mich? Okay. Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Es laufen da auf jeden Fall keine rum, die kommen da aus dem Nest raus. Gut. Ja. Ich hau nicht auf. Gut, dann machen wir das als allererstes. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Da drauf. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja. Dann kümmere dich um Alvarez, okay? Da oben. Dick. Das erste. Das wäre mir echt wichtig. Ja, ja. Jetzt ruh dich aus. Dick, ein Ende. Hä? Renn runter! Freier frei. Alter, wie rumspackt. Ja, hingefallen. Die kloppen sich gegenseitig. Weil die besoffen sind, kommen die im Leben nicht klar. Okay, echt? 4 Schüsse. Stecken echt viel ein. Hm. Gut, das erste brennt. Das haben wir schon mal geschafft. Warte mal. So, dann war hier unten noch ein Nest. Okay. Da oben. Ein Nest weniger. Wie viele sind's noch? Ach du Scheiße. Was ist das hier? Ja. Das und hier links neben dir noch eins.
Oh, da leck mich doch nicht am Arsch. Oh. Das muss ich da machen. Ich probiere das einfach jetzt mal aus und wenn wir jetzt mal sterben. Gesundheit. Ja, warte. Okay. Halsmaul! Das waren ja jetzt nicht so viele, ne? Nee, aber puh. Das ist... Halt erst fest. Ja, was soll der Geil jetzt? Okay, das... Also das obere haben wir hier... Also das ist weggebrannt. Jetzt muss man das hier noch abbrennen. Okay. So, dann nochmal Molly rein. Am besten gleich wieder neu, ne? Komm schon, Leute. Na, wie ist das? Okay. Kantholz und da hinten ist das andere. Okay, wir müssen jetzt sowieso erstmal noch eine herstellen. Okay. 93 haben wir. Das war nicht gut. Ganz schön kalt draußen, ha? Da heize ich euch ein bisschen ein. Mensch. Das waren alle hier drin. Na, verreck doch mal. Junge. Huh. Okay. Gut. Zwei fehlen noch. Nur noch zwei. Oh, warte mal, hier liegt noch ein bisschen Nahrung. Das waren alle hier drin. Drinnen waren es alle, okay. Ja. Was sind die anderen zwei? Mach mal R3 hier. Das. In dem Haus, hä? Denke ich mal, ja. Da drüben auch. Ja. Das geht bestimmt schnell hoch. Noch mehr die Frage. Von euch. Explodieren die roten Fässer? 100 pro. Nice. Yo. Wie gefällt euch das, hä? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon. Einer. Zwei. Komm, 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 komm her. Ja, komm, komm, komm da an den Rand. Geil! Oh, da kam noch was. Raus, ja. So, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gute Nacht. Oh, Alter, die trifft aber echt. Hurenbock, scheiße. Gut, der ist auch down. Wenn ihr wenigstens Munition hättet für mich, wäre das schon alles ein bisschen. Noch 7. Okay, wo war das andere? Das haben wir da auch hier irgendwo gesehen gehabt. Okay. Links, weiter links. Weiter links. Weiter... Hä? Okay. Ja, das ist... Also, die ganze Scheiße noch mit. Ich hab die Nase, Alter. Ich guck mal in die Fresse, Alter. Viele Flaschen. Das ist ja gut. Da. Da drin. Rein theoretischerweise. Hätte ja auch mal ein Fass sein können. Okay. Okay. Ah, in der Hütte muss ein Nest sein. Mhm, sagt er nämlich schon. Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. Oh mein Gott. Da vorne stand noch ein rotes Fass. Yeah! Haben es geschafft. Geil. Nice. Aber die laufen ja jetzt trotzdem noch rum. Ja, ja, gut. Aber wir haben es geschafft schon mal. War das das letzte? Steht ein rotes Fass. Da rennt der woanders hin. Okay, also auf jeden Fall sind die Nester schon mal
kaputt. Neue Fertigkeit haben wir schon mal bekommen. Das ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Vertrauen erhöht. Hey Dick, wie war's? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Du hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Okay. Hau dich aufs Ohr, Buser. Dicken Ende. Hast du den Schuss gerade draußen? Ja. Okay. Leute, wir machen hier ein kurzes Päuschen und wir sehen uns dann bestimmt in der nächsten Folge wieder. Zu zweit. Ciao. Tschö.